Sag mal, geht's dir eigentlich auch so? Du hast einen YouTube-Kanal und ein guter Kumpel von dir hat auch einen YouTube-Kanal. Und du möchtest den Kanal von deinem Kumpel verlinken auf deinen Kanal. Wie ich das hier gemacht habe mit der Super Yoshi Gamer, werde ich dir heute zeigen, wie das geht. Wieso ich so beschissen rede, weiß ich nicht. Und damit herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ja, ich wollte die Ansage ein wenig mal anders gestalten, aber ja, das ist mir ja nicht so gut gelungen. Na gut, dann geht's jetzt auch mal los. Also, wie schon gesagt, wenn ihr einen Kumpel habt, den ihr auf einen YouTube-Kanal hier, verlinken wollt, dann bleibt jetzt besser dran. Ja, ihr geht einfach hier auf diesen Stift, geht auf Links bearbeiten. Geht auf Links bearbeiten. Geht dann, also ihr scrollt hier runter und geht dann hier hin. Also ich weiß nicht mehr genau, was da steht. Ich habe das ja geändert, also einfach unter benutzerdefinierte Links gehen. Geht hier rechts auf diesen Bleistift auf Modul bearbeiten. Und dann könnt ihr hier eingeben, zum Beispiel Partnerkanäle oder Kanal oder wie ich sehenswert oder sowas eben. Dann könnt ihr jetzt hier, ich gehe mal einen Moment. So, ich nehme mir hier jetzt den Link. Kopieren. Füge hier den Link ein und gehe auf Hinzufügen. Jo. Und Alter, der bekommt ja richtig viele Abonnenten in letzter Zeit. Also war das gestern, nein, vorgestern oder so waren das noch 10. Gut, naja, egal. Dann geht ihr einfach auf Fertig. Und schon ist er da. Gut. Hier seht ihr das jetzt. Also auch wenn ihr auf meinen Kanal geht. So, hier seht ihr das jetzt. Gut. Diese hier übrigens beliebte Kanäle auf YouTube. Das ist, ich kann euch das jetzt mal zeigen, wenn ich auf Deaktivieren gehe. Wenn dies nicht angezeigt wird, kann dein Kanal nicht auf anderen Kanälen, Kanalseiten, überall auf YouTube empfohlen werden. Das heißt, wenn er das deaktiviert, also hier sind ja YouTube-Kanäle. Und wenn ihr das deaktiviert, steht euer YouTube-Kanal hier niemals bei den anderen Kanälen. Also deswegen lieber aktivieren, wollte ich nur so gesagt haben. Ja, gut. Das war's dann eigentlich für dieses Tutorial. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und, war das war schnell. Ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao.